Wahnsinn! Michael Saylor war zu Gast bei CNN und hat über den Bitcoin Bull Case gesprochen und seine neueste Bitcoin Preisprognose. Er geht fest davon aus, dass Bitcoin bis in 20 Jahren auf 13 Millionen US-Dollar steigen wird und dann 7% des globalen Kapitals ausmachen wird. Das hört sich unglaublich an. Wir schauen uns alles an, was er in diesem Interview gesagt hat, denn das ist höchst brisant. Aber bevor wir hier zum Bull Case von Bitcoin kommen und der unglaublichen neuen Preisprognose von Michael Saylor, müssen wir uns noch zwei sehr alarmierende Punkte anschauen. Denn BlackRock hat hier zum dritten Mal, seitdem es die Bitcoin-ETFs gibt, negative Outflows, also hier Bitcoin verkauft. Wir sehen hier tatsächlich, dass BlackRock hier 159 Bitcoin verkauft hat, obwohl hier generell die Tages-ETF-Flows positiv sind. Also die ETFs haben hier weiter Bitcoin dazu gekauft, aber BlackRock hat hier Bitcoin abverkauft. Und das Ganze ist wirklich sehr überraschend, weil der Bitcoin-Preis hat sich jetzt auch wieder etwas stabilisiert, über 57.000 US-Dollar. Und auch in den letzten Tagen, wo die Bitcoin-ETFs sehr große Outflows hatten, hat BlackRock hier immer standgehalten, war entweder immer neutral oder hat sogar leicht Bitcoin dazu gekauft. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich diese Outflows. Hier 159 Bitcoins sind für BlackRock keine große Zahl, aber trotzdem ist es relevant, weil es hier einfach erst das dritte Mal ist, dass wir hier Outflows sehen und dass immer hier bei BlackRock sehr, sehr kritisch beobachtet wird. Wie sieht hier aktuell die Bitcoin-ETF-Flow-Historie aus? Gibt es hier Inflows, gibt es hier Outflows? Und jetzt ist tatsächlich hier wieder Bitcoin aus dem BlackRock-ETF herausgeflossen, weil BlackRock hier einfach mittlerweile den größten und relevantesten Bitcoin-ETF hat. Hier muss man auch dazu sagen, das ist nicht BlackRock selber, die hier Bitcoin verkaufen, sondern es sind die Kunden von BlackRock, die hier Bitcoin verkaufen. Das ist auch immer wichtig zu erwähnen. Zum Beispiel Fidelity hat hier gestern 500 Bitcoin gekauft, dann hier Bitwise hat auch nochmal 385 Bitcoin gekauft. Also insgesamt sieht es hier positiv aus. Aber halt hier der Finanzgigant BlackRock, der hier jetzt etwas schwächelt. Aber hier kann es auch sehr, sehr schnell wieder sein, dass hier positive Flows aufgewiesen werden. Also ich gehe nicht davon aus, dass hier jetzt eine Serie reißt und dass hier jetzt noch weitere große Abverkäufe kommen, sondern es kann jetzt auch sehr, sehr schnell wieder sein, dass hier wieder positive Inflows kommen. Obwohl es hier klar immer ein kleines Alarmzeichen ist, wenn hier BlackRock Bitcoin verkauft, aber man sieht es ja auch, der Markt preist das hier nicht negativ ein, also sollte man das hier relativ gechillt sehen. Was hier viel bedenklicher ist als die BlackRock Outflows, ist Folgendes, und zwar ist jetzt hier tatsächlich es mittlerweile möglich, in der Schweiz über verschiedene Kantonalbanken hier direkt Bitcoin zu kaufen. Und jetzt wollen tatsächlich hier in der Schweiz linke Politiker den Handel mit Bitcoin verbieten. Die Zürcher Kantonalbank bietet seinen Kunden seit Anfang September den Handel mit Bitcoins an. Die alternative Liste und die Grünen wollen das nun verbieten. Die Gründe Umweltschutz. Und das ist hier absoluter Bullshit. Das ist hier wieder typisch für Sozialisten. Sozialisten wollen einfach keine Freiheit. Sie wollen einfach nicht, dass Leute in ihrer eigenen Selbstsouveränität sind. Und Sozialisten haben auch alle chronisch Angst vor Bitcoin, weil Bitcoin nicht sozialistisch ist, sondern Bitcoin das Freiste ist, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und jetzt eskalieren hier die Sozialisten in der Schweiz, aber nicht nur in der Schweiz, die Sozialisten weltweit eskalieren, weil Bitcoin ein Gegenentwurf ist gegen ihre komische, dystopische Welt, die sie sich vorstellen, wo alles komplett überwacht ist, wo alles vom Staat zentral gelenkt ist. Und Bitcoin sagt hier einfach nein, da habe ich keinen Bock drauf. Bitcoin ist Selbstsouveränität, Bitcoin ist Zensurresistenz, Bitcoin ist Unabhängigkeit, Freiheit und kein zentral kontrolliertes System hier, wie es sich viele Sozialisten hier wünschen. Und auf der anderen Seite fehlt hier einfach auch das fundamentale Verständnis von Bitcoin. Hier schreiben sie, Bitcoin sei die klimaschädlichste Kryptowährung. Ethereum auf der anderen Seite ist hier klimafreundlicher. Das ist so ein Bullshit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Lass doch einfach die Leute in den freien Markt entscheiden, was sie wollen. Und wenn der freie Markt sagt, hey, er will hier Bitcoin benutzen, dann lass dies doch die Leute machen. Die Leute machen das ja freiwillig. Sie werden ja nicht dazu gezwungen, Bitcoin zu nutzen. Ganz anders wie beim staatlichen Zwangsgeld. Denn Bitcoin macht unser Leben immer einfacher und das kann man auch sehen, weil gestern hier jetzt das neue iPhone-Modell vorgestellt wurde und hier kann man ganz einfach sehen, einer ganz einfachen Statistik, wie hier mit Bitcoin das Leben immer einfacher wird und sowas wollen hier Sozialisten verbieten. Man sieht hier ganz klar, dass am Anfang das erste iPhone-Modell oder nicht das erste, aber das iPhone 4 hier hat damals noch 162 Bitcoin gekostet, das iPhone 5 dann noch 52 Bitcoin, das nächste Modell dann hier 5 Bitcoin, das nächste Modell 1,6 Bitcoin und so weiter.
Insider. Mittlerweile kostet hier so ein iPhone noch 0,014 Bitcoin. Hier sieht man einfach, dass die Kaufkraft in Bitcoin immer höher wird. Die Kaufkraft in Fiat nimmt immer weiter ab. Und das wollen Sozialisten nicht. Sozialisten wollen eure Kaufkraft abziehen in Form von Inflation. Und Bitcoin sagt hier nein, kein Bock. Bitcoin ist für die Menschen. Sozialismus funktioniert immer über Raub, immer indem man anderen Leuten etwas wegnimmt, indem man Kaufkraft umverteilt. Und Bitcoin macht hier einfach nicht mit und ist ja ein Inflation- und ein Diebstahlschutz. Und das hat auch Michael Saylor erkannt und dementsprechend war er hier auch wieder ultra bullish unterwegs in einem neuen CNN-Interview. Für alle, die Michael Saylor nicht kennen, er ist der ehemalige CEO von MicroStrategy und immer noch derjenige, der hier ja die Bitcoin-Strategie von MicroStrategy lenkt und ist hier sehr, sehr erfolgreich unterwegs mit MicroStrategy und seiner Bitcoin-Strategie und performt hier regelmäßig alle anderen oder die meisten anderen Aktienunternehmen weltweit aus mit dieser Strategie. Und jetzt hört euch mal an, was er hier im Fernsehen live zu sagen hat. Bitcoin's 0.1% of the capital in the world right now. I think it's going to go to 7% of the capital. 7%. My long-term forecast is it's going to go to 13 million over 21 years. 13 million. 13 million. But what is it 5 years from now? In your four-year calculus. You know, it's been growing 44% a year with about a 40 to 50 vol. I would think it'll move on at 40%, then click down to 35, then 30, then 25. And at some point, it'll be the S&P return plus 8%, and it'll be the S&P vol plus 8%, because it's always going to be a more global, open, free capital market. Und das ist jetzt hier wirklich erstaunlich, was Michael Saylor hier sagt. Er sagt nämlich, dass Bitcoin bis 2044 auf 13 Millionen US-Dollar steigen wird. Und viele denken sich jetzt, okay, mit der Zahl kann man ja gar nichts anfangen, weil was kann man dann von den 13 Millionen in 20 Jahren überhaupt noch kaufen? Aber hier geht Michael Saylor sogar noch weiter, weil er sagt hier, dass jetzt Bitcoin 0,1% des globalen Kapitals ist, aber hier in 20 Jahren 7% des globalen Kapitals sein wird. Das bedeutet, dass dieser Preis hier, diese 13 Millionen US-Dollar in heutiger Kaufkraft sind, also hier Kaufkraft bereinigt. Das bedeutet, wenn dann vielleicht in 20 Jahren der Bitcoin-Preis bei 40 Millionen steht, weil einfach hier die Inflation sich so weit ausgeweitet hat, dann kann man das so bewerten wie aus heutiger Kaufkraftsicht von 13 Millionen. Also einfach, dass die heutige Kaufkraft von 13 Millionen in 20 Jahren in dem Bitcoin-Preis reflektiert wird. Und das ist hier wirklich brachial, weil das bedeutet auch, dass hier weiterhin Bitcoin alle anderen Assets outperformen wird. Und darüber spricht er auch. Aber er sagt auch, dass Bitcoin weiterhin eine hohe Volatilität hat, die aber abnehmen wird über den Verlauf der Zeit, genauso wie die Returns. Wir haben hier aktuell 44% pro Jahr bei Bitcoin. Da hat er, glaube ich, die letzten 4 Jahre gemeint. Das geht immer weiter zurück. Dann wird es demnächst nur noch 40% sein, 35%, 30%. Das zeigt auch, dass die Leute, die zuerst zu Bitcoin kommen, am meisten profitieren. Die Leute, die später zu Bitcoin kommen, die profitieren nicht mehr so arg, obwohl diese Leute trotzdem noch massiv profitieren. Irgendwann wird sich dann einpendeln, dass Bitcoin die Rendite vom S&P 500 plus 8% sein wird, weil Bitcoin einfach hier noch Vorteile hat gegenüber dem S&P 500, die sonst in Aktien oder so nicht zu finden ist. Und dementsprechend werden wir hier diminishing returns haben, die aber immer noch, selbst in 20, 30, 40 Jahre, immer noch einfach so einen klassischen Indiz outperformen können. Und das ist hier wirklich eine sehr, sehr bullische Prognose hier von Michael Saylor. Bitcoin's an expression in this view that you want to invest in an asset without counterparty risk, which means you don't want to be counterparty to a country, a currency, a city, a company, a commodity, or a culture, right? So it's people think it's a risky thing. It's all about people wanting to not take risk. They don't want to guess whether Picasso's or real estate in New York or Nvidia stock will be higher in 10 years. They want to buy money. They want to buy 121 millionth of all the money in the world forever. Und das, was er hier sagt, ist fast noch wichtiger, weil hier geht er darauf ein, warum sich Bitcoin durchsetzen wird und warum Bitcoin auch auf so unglaubliche Höhen schießen wird. Er redet nämlich darüber, dass keiner drauf Bock hat, Drittparteirisiken zu haben, wie zum Beispiel von Banken, von Zentralbankern, von Firmen, von irgendeinem Staat, von einer Immobilie und so weiter. Überall in der Welt hat man Drittparteirisiken und bei Bitcoin musst du keinem Land vertrauen, keiner Stadt vertrauen, keiner Kultur, keiner Firma. Geht hier eine ganze Liste durch, wem man bei Bitcoin alles nicht vertrauen muss.
Und die Leute denken immer noch, Bitcoin sei riskant. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Bitcoin ist nicht riskant, weil wir diese ganzen Drittparteirisiken nicht haben. Das heißt, die Leute, die Bitcoin verstehen, kaufen Bitcoin deshalb, weil es nicht riskant ist, weil es keine Drittparteirisiken hat. Klar kann man immer noch sagen, es gibt immer noch 1, 2, 3% Restrisiken und alles ist ein gewisses Risiko. Aber bei Bitcoin haben wir einfach hier die Drittparteirisiken komplett aus der Gleichung genommen. Und deshalb bevorzugen auch viele Leute, die zum Beispiel Bitcoin so weit verstanden haben wie Michael Saylor, Bitcoin gegenüber anderen Vermögenswerten. Und dann geht er noch darauf ein, dass hier Leute nicht spekulieren wollen. Sie wollen nicht darüber spekulieren, ob jetzt in den nächsten 3 Jahren ein Picasso oder eine gewisse Firma sich besser verhält oder hier besser performt, wie zum Beispiel das Fiat-Geld und welche Assets man jetzt kaufen soll, welche Assets gerade trendy sind, welche nicht so trendy sind, sondern die Leute, die wollen einfach hier Geld verdienen, wollen das einfach in das härteste Geld reinpacken, wollen dann wieder zu ihrem Leben zurückkehren und wollen hier nicht nebenher Hobby-Hedgefondsmanager spielen, sondern sie wollen einfach auf das fokussieren im Leben, was sie machen wollen, was sie am besten können. Und die ganze Investmentgeschichte, da hat eigentlich gar niemand drauf Bock. Und deshalb ist hier Bitcoin so geil, weil du auf einmal nicht mehr Hobby-Hedgefondsmanager sein musst, nicht mehr überlegen musst, okay, welche Firmen kaufe ich jetzt für die nächsten 10 Monate? Und in 10 Monaten gibt es dann wieder andere Entscheidungen. Dann muss ich irgendwie wieder Rebalancing machen, dann muss ich wieder Firmen verkaufen, Aktien verkaufen, umschichten in andere Vermögenswerte. Da hat keiner Bock drauf. Bitcoin, die Idee ist einfach, Bitcoin zu halten. Potenziell kann man es sogar für immer halten, laut Michael Saylor, muss es theoretisch nie rebalancen, muss es theoretisch nie in andere Assetklassen und so weiter umschichten. Klar, es spricht auch nichts gegen Diversifizierung, aber das ist einfach das Geile hier bei Bitcoin, dass es ein Wertespeicher ist, der hier sehr, sehr viele Vorteile hat gegenüber traditionellen Wertespeichern. Oder man könnte sogar so weit gehen, dass Bitcoin hier sogar noch so weit überlegen ist, dass wenn du ein Bitcoin von 21 Millionen hast, dass dann immer dieser eine Bitcoin auch dir gehört und nicht verwässert werden kann, wie bei anderen Vermögenswerten. Bei einer Aktie, wenn du eine Aktie hast von dem kompletten Aktienstock, den es gibt, kann jederzeit diese Aktie verwässert werden. Bei Immobilien kann der Immobilienbestand verwässert werden, weil einfach mehr Immobilien gebaut werden in dem Land oder in der Stadt. Bei Fiat-Geld kann das Geld einfach verwässert werden, indem mehr Geld gedruckt wird. Und so sind alle Assets verwässerbar, selbst Gold oder Rohstoffe sind verwässerbar, wenn hier Produktionskosten sinken, wenn hier durch technologischen Fortschritt der Abbau einfacher wird und so weiter. Aber bei Bitcoin ist das Geile, und das ist genau das, was Michael Saylor hier anspricht. Du kaufst dir Bitcoin, du musst dich nicht drum kümmern, okay, was passiert jetzt, weil du immer weißt, ich habe ein Bitcoin von 21 Millionen und bei allen anderen Assetklassen ist das eben nicht der Fall. Da weißt du nie, okay, wie sieht jetzt die Inflationsrate aus? Wird jetzt hier mehr gebaut? Steigt die Nachfrage nach Immobilien? Wie sieht es aktuell aus mit dieser Aktie? Ist die noch im Trend? Funktioniert das Geschäftsmodell noch? Muss ich hier vielleicht wieder umstrukturieren und so weiter? All diesen Ärger gibt es bei Bitcoin nicht. Und deshalb sieht er hier 13 Millionen Bitcoin als realistisch. Bitcoin geht für immer nach oben, obwohl die Returns irgendwann immer weiter abflachen. Wenn ihr jetzt noch Bitcoin kaufen wollt, schaut unbedingt mal bei 21 Bitcoin vorbei. Die einfachste Möglichkeit, um in Europa Bitcoin zu kaufen. Und mit dem Code BITCOINHOTEL könnt ihr euch noch bis zu 20% auf die Gebühren beim Kauf von Bitcoin sparen. Ich verlinke euch unten den Link zu 21 Bitcoin. Und jetzt lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr hier genauso bullish unterwegs seid wie Michael Saylor. Wir sehen uns. Bis dann. Peace out.